Herzlich willkommen zum neuen Elfi Highlight. Am 23. November ist wieder der berühmte Black Friday. Ob es Solothurner gibt, die sich jetzt schon überlegen, was für ein Schnäppchen sie sich ergattern wollen oder gar nicht wissen, was daran so speziell ist, das wollen wir heute herausfinden. Könnt ihr uns kurz erklären, was der sogenannte Black Friday ist? Der Black Friday, der kommt von Asien oder so, und das ist, wo man alles zum halben Preis einkaufen kann. So viel ich weiss, ist dann einfach relativ viel Rabatt, so vor Weihnachten, ja. Also ich weiss es nicht so genau, aber ich habe jetzt gerade eine Werbung bekommen vom Black Friday und ich glaube, das ist wie ein Single Day oder so, dass es einfach Prozent gibt. Ja, es ist einfach ein Tag, wo die Sachen abgeschrieben sind in den Läden. Ich weiß es nicht genau, ich weiß nur, dass es amerikanisch ist und der letzte Freitag im Monat, glaube ich, einen Sonderverkauf darstellt. Am Black Friday gibt es verschiedenste Rabatte und Sonderangebote in diversen Läden. Wie sieht es bei euch aus? Werdet ihr auf der Schnäppli-Aktie sein? Ja, das würde ich. Auch nicht, nein. Da würde ich nicht sein, nein. Nein, ich glaube es nicht. Ich brauche, wenn ich etwas brauche, dann gehe ich es kaufen. Ich bin weniger der Schnäppli-Jäger. Nein. Eindeutig nicht. Und welche Sachen bzw. Produkte würdet ihr kaufen, wenn es einen Rabatt drauf gäbe? Ich gehe das holen, was ich brauche. Und das, was ich im Moment brauche, das gehe ich kaufen und schaue jetzt auf Schnäppli. Kleider. Ja, auch die sonst teurer sind. Natürlich so für Weihnachtsgeschenke und so, aber dass dann eh viel zu viele Leute hat, würde ich eh nicht den gross einkaufen. Also wenn ich gerade etwas müsste haben, aber das spielt keine Rolle, das kann ich so nicht sagen. Ein neues Handy. Zum Beispiel Gesichtscreme, Augencreme oder so irgendetwas. Einfach die Sachen, die ich immer brauche. In Amerika gibt es Leute, die sich regelrecht in den Einkaufsläden ums beste Schnäppli prügeln. Was haltet ihr da davon? Also ich denke, das gibt es bei uns auch fast im Ausverkauf. Also das irgendwie der, ich weiß auch nicht, der Drang, den man hat, dass man einfach alles muss haben. Aber ich halte nicht viel davon, darum bin ich auch nicht so ein Fan vom Ausverkauf. Das ist halt Amerikaner, ich halte nicht viel von dem. Ja, da finde ich ein bisschen gestört. Also dann bringt man meistens nicht das heim, was man will oder viel zu viele Sachen, die man gar nicht braucht. Ich finde es ein bisschen übertrieben. Ja, also für mich wäre es nicht. Ich weiß auch nicht genau, warum sich die Leute das antun. Ja. In Amerika hat 1869 die Geschichte des Black Friday angefangen. Was denkt ihr, in welchem Jahr war der erste Black Friday bei uns in der Schweiz? Vielleicht etwa vor 15 Jahren. 2002. Ja, würde ich jetzt mal sagen, so 2010. 2001, 2. So. Bei einem 2010 oder so. Vielleicht vor 5 Jahren. Ja, fast 2015. Ah, gut. Also, ja. Was? Ja. Oh, okay. Oh, das ist ja noch gar nicht lange her. Oh, 10 Jahre daneben. Das war es mit unserem Elfi-Highlight. Wir von Jump TV wünschen euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einen schönen Black Friday und hoffen, ihr könnt alle eure Schnäppchen ergattern.